So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Hier hat mal wieder einer der Kontrollmonitore nicht so funktioniert, aber das Bild sollte da sein. Diesmal ist es auf dem zweiten Monitor als erstes erschienen, weil ich will ja nicht nochmal eine Live Trading TV-Sendung ohne Ton produzieren. So, jetzt sollte mich jeder hören. Und die Woche neigt sich jetzt natürlich dem Ende. Eine sehr ereignisreiche Woche war hier zu beobachten. Nach dem Brexit, wenn man hier im 4-Stunden-Chart das Ganze betrachtet, gab es nach direkt hier den Abverkauf, dann eine Erholung und mit dem Montag gab es nochmal einen Test der Tiefstände und ab hier ging es dann ja in den deutschen Indizes, also im DAX, relativ gemächlich nach oben. Bei den US-Indizes schoss es direkt eigentlich. Da müsste eigentlich der DAX auch bei 10.000 Punkten schon stehen. Hier gab es einen Minus-Trade, der gestrige, der läuft hier dann noch sauber weiter. Teilverkäufe wurden hier gestern vor Börsenschluss noch getätigt, der Stopp hat hier gehalten. Und hier kann man jetzt den Stopp auf dieses Level hier nachziehen. Dann kommt man definitiv nicht mehr in den Verlust. Man kann hier nochmals, sollte er in den Verlust laufen, nochmals rund 80 Punkte mitnehmen. Und wer ein bisschen mehr Spielraum der Position noch geben will, kann auch den Stopp hier unten belassen oder an dem Rainbow hier trailen oder auch noch ein bisschen enger an dem EMA 38, ja, dürfte, falls sich das jetzt hier bullisch nach oben auflöst, dürfte sich der DAX nicht mehr unter 9.625 fallen. Hier, was heute Morgen wieder gefehlt hat, deswegen hatte ich ja gesagt, irgendwie komisch die Kerze hier beim Nikkei, hat Guidance die Kerze erst nach 8 Uhr komplett erneuert, also da gab es auch keine Zwischenkerze. Wie gesagt, da hat es mich echt wirklich gewundert, weil die Kerze war eigentlich ja gestern bekannt. Hier hat sich auch der Nikkei, ist auch natürlich eher schlechter gelaufen als die US-Werte. Der Hang Seng konnte dagegen ja wieder an das Level vor dem 24.06. heranlaufen. Also hier sieht es aus, als wäre hier dann fast nichts passiert, wenn man hier im Wochenchart nimmt. Ja. Was allerdings seltsam ist, da muss man hier den Bund Future, der hatte gestern einen größeren Abverkauf hier, eben auch nach 18 Uhr oder direkt nach 18 Uhr. Und heute kann das wieder komplett aufgeholt werden. Also hier wird wieder auch kräftig gekauft. Also meinen einige Anleger, sie müssen in den sicheren Hafen rein. Wird man da eben auch, den Bund Future wird nächste Woche sehr engmaschig dann verfolgt. Wenn sich im Aktienmarkt eine Erholung ergeben sollte, dann dürfte der Bund Future etwas wieder fallen und dann könnte man etwas herausschneiden. Beim Euro gegenüber japanischen Yen wurde verkauft bei rund 1,1430. Hier hat sich eine flache Aufwärtstrendlinie ergeben. Ein Test erfolgte hier. Wir sind im 4-Stunden-Chart, es geht also noch bis 12 Uhr. Wenn sie hier die Kerze in etwa so halten kann, kann man das schon als Umkehrkerze nehmen. Folgt hier ein Bruch des ehemaligen Ausbruchslevels bei 113,33.
und schließt es auch darunter, ist es hier ein Verkaufssignal mit Korrekturpotenzial bis 111,55. Darunter dürfte es sogar bis 110 gehen. Also das Setup wird dann freigeschalten, aber wie gesagt, das ist ein Stop-Sell. Hier will ich jetzt natürlich nicht short gehen, denn das sieht dann doch danach aus, es wird hier erstmal nach oben gehen. Aber die ganze Bewegung ist nicht dynamisch genug für das, dass ich jetzt hier das vorm Wochenende noch riskieren würde. Gold kann sich ein Stück weiter absetzen und der Prinzip der Wahnsinn ist hier wirklich Silber. Die Sell-Marke in dem Sinne nur, was ich auch vorher erwähnt habe, um eine Korrektur abzuwarten, ist gestern ja nicht aktiviert worden und was eben nicht fällt, das steigt und im Hoch sogar die 1,19, die 1940 erreicht. Also hier gab es ja schon vor dem Referendum das präferierte Szenario etwa bis 18 Euro, aber dass es jetzt hier gleich so hoch geht, ist wirklich ja, sensationell, überraschend. Aber bei Silber sind wir ja seit Urzeiten hier long eingestellt. Das ist ja hier seit dem Ausbruch, seit Anfang des Jahres. Das noch kurz zu den Setups. Das wird jetzt nächste Woche doch noch weiterverfolgt. Hier liegt ein Minus, das will ich ja definitiv ins Plus bringen, die Pro7-Aktie. Hier ist wirklich ein markanter Unterstützungsbereich mit dem EMA 200. Da darf es temporär runtergehen und hier eventuell eine Umkehrkerze sich dann so formieren wie bei der Deutschen Post. Hier lag man richtig, genauso wie bei Beiersdorf. Und die Tesla-Aktie, die hat hier ja auch fast wieder das komplette Gap schließen können. Deshalb Pro7 wird es nächste Woche weiterverfolgt, der Rest wird dann gestrichen. So, danke fürs Zuhören und eventuell bis später oder dann bis zum Montag. Danke fürs Zuhören. Bis dann.